So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal was von Pupsi. Ja, ich glaube 80%, die jetzt das Video anklicken, kennen die. Es sind Sammelfiguren, Sammelspielzeug, gibt es alle Varianten in so einem Kästchen drinne mit so einem Schleim drum. Kostet pro Figur, glaube ich, um die 15 Euro, zwischen 12 und 15 Euro. Das ist natürlich ganz schön happig. Wie ich finde, da ich kein Fan von die bin, aber was machen wollte, dachte ich mir, ein Magazin. Magazine sind sowieso auf meinem Kanal, das muss. Aber es wisst ihr. Und deswegen habe ich hier das Pupsi Magazin Nummer 3 für rund 4,50 Euro. Und ihr seht schon dabei, es gibt so ein, ja, wie sagt man so, Tagebuch, Kästchen zum Abschließen mit einer bunten Plastikkette und natürlich das eigentliche Kästchen mit Pupsis drauf, wie man so schön sagt. Ah, aber erstmal abkriegen. Ja, ist natürlich ziemlich fest hier drauf. Ah, wollte ich natürlich nicht. Ja, geht noch ab. Ich brauche noch ein Titelbild für mein Video. Dann fotografiere ich immer anschließend das Produkt ab. Und ihr seht, das ist nun das Pupsi-Magazin. Sind natürlich schrille Kätzchen, Vögel, Einhörner, Figuren, sagen wir so. Einigen wir uns auf Figuren, weil ich kenne sie ja nicht. Aber die sollen richtig cool sein. Sehr viele von euch kennen sie, spielen sie, lieben sie. Das sind sie nun. Die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Sachen. Aber wie gesagt, wenn das Magazin euch gefällt und es sind reichlich Klicks da, dann mache ich vielleicht öfter mal was von Pupsis. Das sind die eigentlichen Figuren. Die Kirsche sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Oder scharf. Banane! Banane! Lecker! Die sieht ja knuffig aus. Bananeneinhorn. Dann haben wir hier, seht ihr, was zum Basteln. Kann man, die Löcher macht man natürlich hier rein und dann kann man unten ziehen, dann bewegen die sich. Hier ist natürlich die Box. Das haben wir hier. Ah, die Ente sieht auch witzig aus. Die ist auch cool, irgendwie so in Bad zu setzen. Neben der Badewanne, richtig cool. Hier seht ihr selber zum Stuhl hier zu malen. Sprüche zu machen und malen. Ja, ich glaube, haben hier alles. Pupsi-Schleim und sowas. Ah, Pupsi da auch. Also es gibt ja, ihr seht schon selber, Pupsis gibt es wirklich ganz, ganz viele. Hier was zum Ausfüllen. Hier wieder was zum Basteln, so Anhänger. Aber wie gesagt, die Ente ist nicht schlecht. Finde ich. Die anderen haben natürlich auch was, die bunten Schrillen. Muss man echt lassen. Ah, der Löwe. Sieht auch nicht übel aus. Also an alle Pupsi-Fans da draußen, die dieses Video schauen, was habt ihr denn für Lieblings-Pupsi, wenn das überhaupt richtig ausgesprochen ist? Hier sind sie alle. Ah, der Oktopus. Ah, die Banane ist cool. Obwohl so eine oder andere sieht doch richtig witzig aus. Hier Spiel. Merchandising. Das war's. Dann haben wir hier nochmal so ein Pupsi-Stern-Einhorn. Also wie gesagt, das ist das Pupsi-Magazin. Wollte ich mal ausprobieren, ob das auch ankommt. Aber da gibt es reichlich Fenster draus. Und jetzt schauen wir uns mal das Pupsi. Pupsi, Pupsi. Pur an. Ja, wie gesagt, einige von euch wissen das ja. Ich will dann umziehen. Bin in ein. Oh, der Schlüssel findet. Ah, der Schlüssel. Das Wichtigste. So, jetzt kommen wir erstmal. Mal wegpacken. So. Der Schlüssel ist natürlich kleiner wie die Öffnung. Hm? Ah. Ach so, seht ihr, dass die öffnet? Man muss mit dem Schlüssel hier rein. Ach, und einfach nur zusammendrücken. Aha. Also der Mechanismus
Der ist nicht wirklich stabil, das kann ich euch schon mal sagen. Seht ihr, jetzt geht das nicht richtig zu. Muss man dann vielleicht wieder... Ah, da muss man den Schlüssel wieder drehen, dann geht das zu. Aber sicher ist da drin gar nichts. Da könnt ihr vielleicht als Scherz eure Pupsis reinpacken. Das war es auch. Ihr seht selber, Daumen dick. Es ist auch nicht sehr groß, aber ja, was wirklich Wichtiges würde ich da jetzt nicht reinpacken. Aber es funktioniert. So, es ist Hartplastik, es wird auch nicht lange halten. Ich glaube, 4-5 Mal hinfallen ist es auch kaputt. Der Schlüssel an sich, der sieht eher aus wie so ein, wie so Swarovski. Mit alles mit so kleinen Perlen dran, Sternchen. Die Kette, ihr seht es selber, ich teste es gerne immer. Auch wenn ich jetzt schlechte Kommentare kriege, warum ist die Kette kaputt gemacht, sie hält nicht. Es ist einfach so. Es ist Plastik. Es ist witzig. Das war es auch. Ihr seht es selber. Man muss immer halb den Schlüssel drehen, dann geht die Dose auf, sag ich mal. Aber nicht zu trotz. Wollte ich mal was mit Pupsis machen. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ich versuche natürlich unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Irgendwas von Pupsi sicher und bequem. Günstiger müsst ihr selber mal schauen, aber das ein oder andere ist auch wirklich etwas teuer. Aber das wissen alle Pupsi-Fans. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf eure Kommentare, eure Meinung gespannt. Der die Pupsis kennt, der sie nicht kennt, ruhig mal ehrlich sein. Und ich sage wie immer, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu.